Bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch sagen, dass wir uns hier in der Aufholjagd befinden. Ja, das sind alte Folgen, auch die, die du jetzt siehst. Die neue aktuelle Folge kommt am 12.09. dann raus. Dann geht's wieder ganz gewohnt im Rhythmus jeden Donnerstag 14:30 Football Manager weiter. Das hier, wie gesagt, nur die Aufholjagd. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 19. Genau. Ja, genau, das ist es. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Keine unnötigen Spielverzögerungen. Los geht's jetzt! 2, 1, 3. 25. Alter, was ist mit dem? Was geht denn bloß da rein? Ja. Was geht denn los? Seid ihr jetzt endlich bereit? Alter. Ja. Warte schon, 2 Stunden. Mach doch. Okay. 3, 4. Alter, den gleichen Gag nochmal, wie krass. Ja, mach. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Football Manager 2019. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike und der Micha. Er hat's geschafft! Moin Moin! Hi! Jawohl. Heute wieder ein Euroleague-Spiel, also bei mir 3 Partien gegen Bournemouth startet gleich ein. Und in der Bundesliga habe ich gleich das Spiel gegen Gladbach auch noch mit dabei, gegen Micha also. Gegen Borussia Gladbach. Ja. Also ganz, ganz spannend. Und natürlich wieder, wir gehen mal einmal auf die Taktik. Ihr seht, und natürlich bei uns vorbeischauen, weil wir haben auch wichtige Spiele. Ja, ich spiele hier gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Ja, krasse hier, nur Teams. Wir haben auch mit Jan einen Livestream gemacht. Unbedingt da auch mal vorbeischauen, ja. Er hat mir nämlich gezeigt, wie man richtig spielt. Das werde ich heute versuchen anzuwenden. Und ich hoffe einfach mal, dass es klappt, ja. Und ich habe diese Infos nie gekriegt. Micha spielt übrigens gegen Hertha BSC. Da bin ich auch total lustig, wenn Micha gegen Hertha BSC spielt, ist voll geil. Ja. Lass uns anfangen. Oh, der Leverkusen-Trainer erwartet keinen Spaziergang gegen Mainz. Also der weiß schon, dass ich krass bin. Ja, da hat er schon richtig gewonnen. Nein! Jemand hat sich verletzt. Injektion geben. In dein Mull. So, Anstoß. Woo. Die sind doch behindert. Utsch, du Nadi. Utscha. March. Jawoll. 1-0. Utscha. Alter, krass. Dreck gewonnen. Jan schon. Oh, krass, ey. Wow. Ja, wow. Mann. 34. Spielminute. Krass. Ja, eben. Wusste ich doch, dass ich aus Mainz was rausholen kann. Die Fresse. Bloß weil ich mich mit diesem Kackspiel nicht auskenne, ey. Ey. Hey, hör auf. Boah, ich wäre gerade beinahe gestorben. Genau. Mike einfach lacht. Jetzt zu Nali, jetzt. Latza! Oh! Festgehalten von. Wer ist Latza eigentlich? Den habe ich noch nie spielen lassen. Du musst nur noch 8 Tore schießen, dann bist du. Gut. Auf Platz. Hier Ding ja. Ist nicht mehr Abstiegsplatz. Ja, die haben ja noch nicht gespielt. Wenn die jetzt noch 8 kassieren, dann bin ich auch. Ach so. Ja. Ja. Und jetzt Latza! Oh, ja! So gut! Erzählt nicht, glaube ich, oder? Ach du Scheiß. Es ist so eine Schiedsrichterin, ey. Du. So eine. Punkt, Punkt, Punkt! Das H-Wort. Oder B. Also, Micha, wir spielen gleich unentschieden. Ja, bitte! Damit Mike dranbleibt bei uns. Es wäre. Ey, du bist ja richtig sozial plötzlich. Halten Sie dran! Nach nur einem Spot geht's weiter. Und einem Kanalwechsel. Rechts oben am I verlinkt. Baku. Ja! Ja! Das ist so geil. Ja. Alter. Guck mal, von Mateta und dem bekomme ich gleich. Ich bin auch nachher bei Jan.
Alter! Oh mein Gott! 2-0 gegen Leverkusen und eigentlich ein Abseitstor, was ultra die Fehlentscheidung war, auch noch, aber kann. Ey, die Tordifferenz instant nach 3 Spielen wieder plus 20. Mindestens. Und gegen Dortmund und Leipzig und so gewinnst du ja jetzt auch gleich. Ja, also wenn du gegen Leverkusen gewinnst, dann gewinnst du gegen alle anderen ja locker. Hilfe! Oh. Ja, das was haben wir mit der Tordifferenz? Ja, die ist gut. Halt dein Mul! Es kann jetzt sein, dass die jetzt noch ein Tor machen, das wäre natürlich unpraktisch. Nee, das kann nicht sein. Weil ich will schon auf dem Regionalabstiegsplatz bleiben. Es wäre schon wieder so unverdient, wenn es ein Unentschieden wird jetzt, weil wir auch ein unfaires, angebliches Abseitstor hätten. Ja, krass. Als hätte ich's gewusst, ey. Ohne Spaß, beim nächsten Mal mache ich echt Waste-Time-Taktik. Bist du aus der Offensiv? Nee. Bei mir steht, dass du aus der Offensiv bist. Nee. Ich spiel auf kontrolliert. Aber jetzt noch ein Tor. Kontrolliert? Komm, Mateta, zeig doch mal was, du willst gleich wechseln. Als ob du gegen Leverkusen auf kontrolliert spielen kannst. Ja, hat ja bisher geklappt. Und dieses unfähige Abseitstor. 19 Schüsse haben die. Ja, und? Effizienz. Ja, aber ist ja dann nicht kontrolliert. Ja, ich control the world. Ach man. Ah, das war ärgerlich. Ja, dadurch sind wir wieder auf dem 18. Platz und nicht Regionalabstiegsplatz. Aber ich bin trotzdem grob und ganz zufrieden. Wie gesagt, das mit dem Abseitstor ärgert mich natürlich enorm. Das war ja jetzt aber auch eine neue Taktik, nennen die Guru-Taktik. Was? Oder die neue Taktik. Ja, klar, die neue Taktik. Ja, ich bin jetzt halt gespannt, wie es weitergeht. Das ist halt so das Entscheidende. Ist jetzt nicht schlecht. Klar, wäre super, wenn wir jetzt gewonnen hätten. Natürlich gegen Leverkusen. Ja, wie ich auch hier sage, jeder hat geglaubt, wir verlieren heute eigentlich gegen Leverkusen. Von daher, Daumen hoch, Leute. Ja, gegen Leipzig so, ist schwer. Also gegen Leipzig habe ich immer so, jetzt ist bei mir Anstoß. Mit mindestens los, 4 Toren Abstand verloren. Boah, ich bin jetzt so gespannt. Bitte schreit direkt rein, wenn bei uns was passiert. Tor für Werder Bremen. Scheiße. Tor für Augsburg. Das ist ja richtig traurig. Und Scheiße. Ich finde das so geil. Das hat mich schon wieder irgendwie überrascht. Also nicht überrascht. Oh. Für Gladbach. Ja, Mann. Nice, Michael. 1-1. Ich sag so, call direkt, wenn was passiert. Beide callen direkt, dass sie einen Gegentor kassiert haben. Aha. Ah. Tor für Mainz. Ah, wie langweilig. Ja, es gibt nämlich Videobeweis. Erzählt. 1-0. Komm schon, Dilroso. 100%ige Chance und... Alter, hat er mich gefoult. Und er gibt Berlin gar keinen... Ja, er gibt macht Sinn. Oh, jetzt oh, Ucha. Bitte Ucha. Ja! 2-0. 42. Wieso gewinnt Spielminute. Ihr gerade die ganze Zeit und ich nicht? Ucha, sein zweites Saisontor, ey. Letztes Spiel und jetzt direkt Kass. Den verkaufe ich nie mehr. Eckball für Bremen. Mateta hat übrigens noch nichts gemacht. 3-1. Ja, ich bin noch in der 55. Minute. Hier sehe ich jetzt gerade eine ultra lange Passstaffette von Leipzig. Und da ist er. Der Touré, Almami Touré ist das, nicht Yayo Touré. Aber die haben den, glaube ich, auch gekauft, oder? Bin ich jetzt blöd. 1-2, so. Ich sag's ja. Wenn wir nicht die 3-0-Führung machen, dann ist es knapp. Und jetzt kommt Leipzig. Leipzig einfach 9. dadurch, wenn wir hier gewinnen würden. 20 Minuten müssen wir noch überstehen. Hat ja gerade nicht geklappt gegen Leverkusen. Und es scheint auch hier eng zu werden. 2-3. Werner hat schon ganz oft gedrückt. Immer bisher leer gehalten. Dieses Mal machst du nichts. Nach dieser Ecke. Wieder nur ein Tor jetzt. Ich schaffe es einfach nicht. Und nein. Ich schaffe es einfach nicht. 3-3. Keine Ahnung, was da los ist. Ich schau gerade Mainz, aber das geht gerade nach hinten los. Das geht richtig baden. Der geht richtig baden. Die drehen das Spiel 4-3. Ja, seitdem ich ja zuschaue.
innerhalb von 4 Minuten. Ja, also meine Mannschaft ist besser, aber sie kann es nicht konstant halten. Sie können es nicht konstant halten, keine Ahnung. 3 Tore gegen Leipzig gemacht, ist eigentlich echt verdammt gut. Und Leipzig macht 4. Und jetzt kriegen wir es nicht mehr hin, glaube ich. Leipzig war ja schon die ganze Zeit am Rücker. Aber wir haben es gut verteidigt. Und auch Adlea gut gehalten. Ja, 5-3. Ja, ich sag ja, die haben uns also immer abgeschossen bisher. Ich hab mich eigentlich schon... Wir haben erst in der 71. Minute angefangen, Tore zu schießen. Ich hab eigentlich schon gefreut, dass ich dieses Mal nicht untergehe. Selbst wenn sie noch anfangen aufzudrehen. Aber jetzt 5-3 ist schon... Hat das vorhin auch irgendwann mal gesagt, du kriegst noch 5 Tore rein. Okay, haben wir es nicht geschafft. Gut, traurig. Was soll man dazu noch sagen? So Leute, so sieht es jetzt aus nach dieser Folge. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Da ist das vorletzte Spiel gegen krasser Schnoller in der Euroleague. Die haben bis jetzt noch nicht gewonnen, also ich bin wirklich gespannt. In der Infokarte sind die beiden anderen auch verlinkt. Schaut bei denen vorbei, was bei denen in der Folge so passiert ist. Bin super gespannt. Es muss weitergehen für uns alle drei. Läuft es nicht so super perfekt, aber der Weg nach oben, er ist auf jeden Fall noch für uns alle da und ich bin gespannt, was wir da noch erreichen können. Wir sind auch schon bald im Wintertransfer. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.